Da ist also der Turm, zu dem ich gerne hin will. Komme ich hier dahin oder wieder muss ich irgendwie wieder andersrum? Nö, hier geht das. So, was ist das für ein geheimnisvoller Turm? Was verbirgt er? Schattengipfelturm. Huh? Ach so, so ein Ding. Ja, hallo. Zweigling-Aalmutter. So ein Zweigling, ey. Mich einfach aus dem Hinterhalt angreifen. Was für ein Zweigling. Was hast du denn hier in deinem Turm so, Onkel Zweigling? Oh, eine Truhe. In der sich was befindet? Na, immerhin ein bisschen edle Geschmeide und ähnliches. Ist doch auch schon mal was wert. So, und komme ich von hier aus den Berg rauf? Ich will ja immer noch zu der komischen Hütte, die da hinten auf meinem Radar erscheint. Da will ich hin. Vielleicht geht das ja hier. Komm schon, komm schon. Du willst doch auch hinauf. Hoch hinaus möchtest du. Ich glaube, hier scheint Schluss zu sein. Alter, diese Berge hier. Oh, jetzt geht's weiter hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer dranbleiben, immer dranbleiben. Nur nicht aufgeben. Mist, hier geht's nicht weiter. Nicht weiter runterrutschen. Wir wollen weiter hoch. Da, komm, da kannst du rauf. Sehr gut, sehr gut. Sehr, ja, weiter. Du kannst das. Wir sind fast oben. Wir sind fast oben. Und wenn wir einmal oben sind, dann, ja, weiß auch nicht. Aber dann sind wir oben. Komm. Komm, glitsch dich rauf. Glitsch dich rauf. Du kannst es. Immer höher, immer höher. Okay, das ist wirklich ziemlich steil. Huch. Ich muss nur hier über den Gipfel. Nur da. Ich muss nur da rauf. Dann kann ich doch. Dann bin ich doch. Nee, das ist ein bisschen gefährlich. Komm schon. Alter. Alter, geh doch mal da hoch. Sieht's hier aus? Nicht besser, oder? Ich will nur hier rüber. Es muss doch gehen. Hier in dieser... Komm schon. Jirks. Alter, ist hier echt Schluss an der Linie? Ich will da doch nur rauf. Das gibt's doch gar nicht. Na komm, Steffen, du kannst es. Glaube ich. Wenn du rennst, bringt dich auch nicht viel weiter. Kommen wir gerade weiter hoch? Nein. Das sieht nur so aus. Wenn ich doch hier rumgehe, dann rutscht er ab und stürzt in seinen Tod. Ist eigentlich auch in Ordnung. Ist eine... Oh! Oh! Hier wird es ein wenig flacher. Hier kommen wir doch eventuell... Tu nicht so, ich weiß, dass du da hoch kannst. Siehste? Siehste? Geschafft! Geschafft! Guck mal, hier ist sogar ein Weg. Das heißt, wir hätten irgendwo einfach einen Weg nehmen können. Egal, jetzt bin ich oben. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wie eine Ziege habe ich es geschafft. So, bin ich aber gespannt, wo das hinführt. Ah, es führt zum einen... Führt es hier hin. Wie man sieht. Zum anderen genau hier hin. Aha. Guck mal, hier ist so ein komischer Lichtung der Ahnen, die genau hier ist. Sie mit einer Höhle. War ich da schon drin? Sei ehrlich, war ich da schon drin? Ja, da war ich schon drin. Das kenne ich bereits. Okay, da war ich ja schon mal hier. Dann hätte ich einfach mich hierher schnell reisen können und hätte mir diesen elenden Aufstieg gerade sparen können. Hätte, hätte. Mein Freund hätte, aber habe ich ja nicht, weil ich ein Trottel bin. Gut. Rechts, rings, rings. So, wer wohnt denn hier oben so abgeschieden in den Bergen, beziehungsweise hat hier seine Hütte mal erbaut? Ist das Onkel Rainer? Wahrscheinlich. Ich
kann hier die Hütte sehen. Muss ich hier rüber? Ah, da ist die Hütte, ja. Guck mal, ich hätte auch einfach den Weg weitergehen können, den ich aber, da habe ich wohl die Abzweigung verpasst. Höp. Das ist ja interessant. Da ist tatsächlich eine richtige Hütte. Na, wen haben wir denn hier? Hallo? Angis Lager entdeckt. Wer ist denn Angi? Oder Angis? Keine Ahnung. Hallo? Ach, hinterm Haus. Oh, hi. Angi. Und wenn ihr irgendwelche Dummheiten macht, werde ich nicht zögern, euch einen Pfeil in den Kopf zu schießen. Geil. Beruhigt euch, ich werde euch nichts tun. Entschuldigt, aber ein Mädchen kann hier draußen nicht vorsichtig genug sein. Du wirkst mehr wie eine Frau, als wie ein Mädchen. Ich heiße Angie und ich lebe schon seit ein paar Jahren hier draußen. Warum wohnst du denn ganz alleine auf dem Berg? Warum lebt ihr ganz alleine hier draußen? Das muss doch ein harsches Leben sein, in der Stadt ist doch viel schöner. Ich bin aus Helgen hergezogen, nachdem meine Familie getötet worden war. Ach so, okay, das kann ich verstehen. Ich konnte damals die Gesellschaft anderer einfach nicht ertragen. Jeder hatte Mitleid mit mir. Zurecht. Und das wollte ich nicht. Es war nicht ihr Problem, sondern meins. Okay. Es tut mir leid um eure Familie. Ihr solltet das ihnen nicht nachmachen. Ihr mitleidet mich nicht. Warum denn nicht? Deine Familie ist tot. Wer hat denn eure Familie ermordet? Zwei kaiserliche Säufer, die dachten, sie stünden über dem Gesetz. Ah, also so jemand wie ich. Ja, soll ich mich um sie kümmern? Habe ich bereits. Oh, das okay. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier draußen lebe. Aber danke für das Angebot. Ich biete jedem einen Mord an, den ich treffe. Wozu sind denn diese Ziele gut? Welche Ziele? Ich habe diese Zielscheiben schon vor langer Zeit aufgestellt. Zeilschieben? Ich schieße ab und zu auf sie. Ich will ja nicht, dass meine Bogenkünste einrosten. Nein, auf keinen Fall. Wer könnte das wollen? Kennt ihr euch mit eurem Bogen aus? Und ob. Wisst ihr, wie man so ein Ding benutzt? Boah, ich habe eventuell das ein oder andere Ding schon getötet. Sagen wir mal, Hirsine würde von Neid erblassen. Sagt Bescheid, wenn ihr üben wollt. Will wenn ihr üben? Einen Bogen braucht, auf dem Ständer links neben der Tür befindet sich einer. Ich bin bereit für Übungen, gerne. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Okay. Das finde ich ja... Dann folge ich dir gerne zu den Zielen, klar. Mein Vater war fast nie zu Hause. Also hat mir meine Mutter beigebracht, wie man einen Bogen benutzt. Das ist ja cool. Übungspfeil, die nehme ich gerne mit. Was unterscheidet Übungspfeile denn von normalen Pfeilen? Haben die Übungspfeile einen Laser? Ich hoffe ja. Hast du einen Laser? Sie sagte immer, dass Gelassenheit der Schlüssel zum Erfolg eines Bogenschützen sei. Okay. Wenn es euch gelingt, die Ruhe zu bewahren, selbst inmitten des Chaos, dann wird euer Pfeil vermutlich sein Ziel finden. Vermutlich, sagst du. Gut, dann wollen wir mal sehen, wozu ihr fähig seid. Nicht vergessen, ihr müsst innerhalb des markierten Bereichs dieser Bereich? Und dürft nur Übungspfeile verwenden. Ich habe welche, falls ihr keine dabei habt. Übungspfeile, okay. Visiert das mittlere Ziel an. Warte, ich rüste mal kurz meinen Bogen aus. Und dann muss ich natürlich... Hat er jetzt die Übungspfeile ausgerüstet, automatisch? Oder... Nein, nicht so, sondern so. Automatisch, oder muss ich hier noch extra auswählen? Waffeln. Übungspfeil. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Übungspfeile. Das mittlere Ziel anvisieren. Ja, das sollte ja... Das geht ja... Schöner Schuss, genau ins Schwarze. Ja? Trefft nun das Ziel zu eurer Linken. Das da. Toller Schuss. Trefft jetzt das Ziel. Das da, das ist weiter weg. Hoffentlich treffen wir das ordentlich von hier. Sonst muss ich höher zielen. Ich glaube, ich habe das nicht getroffen. Schöner Schuss. Ah, genau, jetzt habe ich es getroffen. Schwarze. Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Okay, ich sammle noch mal kurz die... Jetzt sind das Eisenpfeile. Ich dachte, ich habe Übungspfeile benutzt. Warte. Lauf nicht weg. Ich will noch mehr üben. Vielleicht kriegen wir eine Belohnung, wenn wir ja, weiter bitte? Üben. Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Gerne, gerne. Wir sind ja schon bei den Zielen. Von daher ist das mit dem Dahinfolgen mein ja nicht so schwer. Mein älterer Bruder hat mich oft auf die Jagd mitgenommen, als ich noch klein war. Okay.
damals war es nicht einfach, Essen auf den Tisch zu bekommen. Geschweige denn, genug davon übrig zu haben, um es auf dem Markt zu verkaufen. Okay. Erzähl nur weiter, ich höre dir zu. Wenn wir irgendwo auf mehr als ein Tier stießen, galt es unbedingt, so viele zu töten wie nur möglich. Klar, so viel töten wie nur möglich ist auch mein Motto. Wenn ihr lernt, die Fassung zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass jeder Schuss ein Treffer ist, dann solltet ihr bald in der Lage sein, mehrere Ziele zu bewältigen. Okay. Sobald ich das Kommando gebe, versucht ihr innerhalb von 8 Sekunden jedes der drei nächstliegenden Ziele zu treffen. Okay. Gib das Kommando. Bin bereit. Ich werde bis 3 zählen und dann los sagen. Okay. Ihr habt 8 Sekunden, um jedes der drei Ziele zu treffen. Ja, fang an. Bogen und macht euch bereit. Ich bin dabei. 1, 2, 3. Los! Hey, aufpassen! Worauf soll ich aufpassen? Auf deine Eule? Ihr habt es geschafft. Cool. Yeah. War das gut oder war das gut? Sagt war gut, oder? Wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad sammeln noch die Pfeile ein. Und das ist alles Eisenpfeile und nicht alles Übungspfeile. Das verwirrt mich ein bisschen. Sie benutzt Eisenpfeile, aber ich soll Übungspfeile benutzen. So, ich übe gern noch eine Runde mehr. Großartig, wie ihr diese Ziele getroffen habt. Ich weiß. Geschwindigkeit und Gelassenheit hat mich sehr überrascht. Ich bin auch sehr schnell und gelassen. Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen, dann können wir beginnen. Super, super. Die Frage ist, wie viel üben wir, bis ich eine Belohnung kriege. Wir nicht, dass ich jetzt nur meine Belohnung abgesehen habe. Aber was habe ich ja. Zur Präzision. Präzision, sagst du? Ich habe doch alle drei getroffen. Wenn es euch nicht gelingen, eurem Opfer so nahe zu kommen, wie ihr es gerne hättet, dann müsst ihr es notgedrungen mit einem Fernschuss versuchen. Okay. Worauf bei schießt einem du Schuss da? Aus einer solchen Entfernung ist es sehr wahrscheinlich, dass euch nur ein Versuch bleibt, ehe das Ziel sich aus dem Staub macht. Ja, das ergibt Sinn. Ziele machen sich gerne aus dem Staub. Wenn ihr euch in einer solchen Lage befindet, dürft ihr keinen Schuss vergeuden. Ja. Schießt nicht überhastet. Hockt euch hin, nehmt eine bequeme Position ein und visiert das Ziel an. Oh, hinhocken, das kann ich gut machen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Versucht das Ziel dort in der Ferne zu treffen, weit hinter den anderen drei. Vergesst nicht, euch Zeit zu lassen und den Schuss nicht zu vergeuden. Was für ein Ziel in der Ferne? Bin ich blöd? Was für ein Ziel in der Ferne? Da sind nur die drei. Ich sehe kein anderes. Ah, jetzt sehe ich es. Da. Da. Jetzt kann ich es sehen. Da steht neben so Pflanzen. Das bedeutet, das wäre eine Pflanze. Ja, toll. Das soll ich von hier treffen. Wenn ich direkt drauf ziele, geht es ja wahrscheinlich vorbei, oder? Vorsichtig. Schöner Schuss, genau. Was? Echt? Sagt Bescheid, wenn ihr noch einmal üben wollt. Nächstes Mal werden wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen steigern. Was kommt denn jetzt noch? Ich bin bereit für weitere Übungen. Ausgezeichnet. Folgt mir zu den Zielen. Wir sind an den Zielen, das ist nett. Was kommt denn jetzt noch schwieriger als das ganz da hinten treffen? Wir haben uns über Gelassenheit, Geschwindigkeit und Präzision unterhalten. Nein, du hast dich darüber unterhalten. Ich habe geschrieben. Alle drei zugleich einzusetzen. Okay. Im Sinne von... Diese Herausforderung wird ziemlich schwierig. Im Sinne von... Ihr müsst euch lediglich all das vergegenwärtigen, was ich euch gelehrt habe. Dann solltet ihr es schaffen. Oh, dann werde ich eindeutig versagen. Ihr werdet vielleicht ein paar Versuche benötigen, aber deshalb üben wir ja. Ja. Was soll ich denn tun? Wenn ich euch das Kommando gebe, dann versucht alle vier Ziele innerhalb von 10 Sekunden zu treffen. Okay, das wird schwierig. Ich glaube, das Hinterste ist am schwierigsten, weil das so schwer zu dingsen ist. Ihr habt 10 Sekunden, um jedes der vier Ziele zu treffen. Spannt den Bogen und macht euch bereit. Ich bin bereit. Gib das Kommando. 1, 2, 3. Los! Hey, aufpassen! Ihr habt es geschafft. Yeah! Alle vier Ziele in 10 Sekunden. Gut gemacht. Ja, ne? Fantastisch. Hä? Ich bin bereit für weitere Übungen. Ich habe euch alles beigebracht, was ich weiß. Echt? Ihr seid jetzt womöglich sogar so gut wie ich. Ich glaube, ich bin besser als du von Anfang an gewesen. Ein beunruhigender Gedanke. Und,
Scheint, als würde nicht länger gebraucht, Zeit zu sterben. Nein, vielen Dank für eure Hilfe, Angie. Es war mir ein Vergnügen. Ich bekomme nicht allzu oft Besuch hier draußen. Zeit zu sterben. Von freundlichem Besuch ganz zu schweigen. Ja, ich bin noch ein netter Geselle. Danke, dass ihr hier geblieben seid und mir Gesellschaft geleistet habt. Ja, gerne, kein Problem. Es war schön, endlich jemanden zu begegnen, der nicht darauf aus ist, einen zu berauben oder einem den Kopf abzuhacken. Ich reiß mich ab und zu zusammen. Ich weiß, es ist nicht viel, doch dieser Bogen ist für euch. Ein Geschenk von meiner Familie an mich. Er bedeutet mir viel. Doch er weckt zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Scherzhafte Erinnerungen an Clowns? Angies Bogen hinzugefügt. Denk den daran. Muss ich mir angucken. Ja, ja, ich höre dir zu. Klar. Warte, Waffen. Da. Bei A vermute ich jetzt mal. Angies Bogen. Was haben wir denn da? 25 Schaden und 7 Gewicht. Das ist ja... Lassenheit ja. Und Geschwindigkeit. Ihr müsst nicht warten, bis euer Pfeil einschlägt, um zum nächsten Ziel zu wechseln. Vertraut darauf, dass der Schuss sein Ziel findet. Okay. Ja, Mensch, danke, Angie. Das war ja doch ganz nett hier oben. Haben wir ein kleines Bogenschießen veranstaltet. Sie hat uns ihren Bogen geschenkt. Ich darf aber nicht ihren Knoblauch klauen. Na, da ist sie wohl ein bisschen eigen mit ihrem Knoblauch. Altes Familienerbstück? Klar, kannst du haben. Knoblauch? Finger weg, sonst bist du tot. So funktioniert das hier. Gut, Angie, ich bin dann mal... da steckt ja noch ein Übungsfeil von mir. Ich bin dann mal wieder auf und davon. Horrido, Fräulein Angie. Horrido. Und so horridote er von dannen. Guck mal, eine Falle. Guck mal, noch mehr Fallen. Nicht, dass wir da noch drüber fallen. Ah ja, und hier geht es weiter hoch. Da sind wir ja gerade schon 2 Meter entlang gelaufen, bis wir wieder umdrehten. Geht's hier auch zur Spitze, wo der Drache haust. Den wollte ich ja sowieso noch umnieten. Und ein Turm ist auch hier in der Nähe anscheinend. Hier gibt es ja richtig viel zu entdecken. Guck mal kurz auf die Karte. Ja, guck mal, hier ganz oben sind wir. Hier ganz oben, wie so eine Gans. Das ist ja mal ganz interessant, was? ganz. So, wo seid ihr, ihr Fichten? Zeigt euch. Da geht's zum Gipfel, da geht's zum... Ich gehe erstmal hier unten lang. Der Drache läuft mir wahrscheinlich nicht davon. Der wartet dann netterweise auf mich. Der ist ja auch ein... Der ist ein Bro, der wartet auf mich. Aha. Eine alte Ruine. Mitten in den Bergen. Hier kann mich nur Gutes erwarten. Da brennt noch Licht. Seht ihr das? Da muss jemand zu Hause sein. Die Frage ist natürlich, wer? Die Blutschanze. Ah, natürlich. Was für ein wunderschöner, einladender Name. Wer würde da etwas Negatives vermuten, wenn er die Blutschanze betritt? Niemand doch. Blutschanze ist der positivste und freundlichste und einladendste Name, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ich glaube, ich werde mein erstes Kind Blutschanze nennen. Egal welches Geschlecht es haben wird. Der oder die kleine Blutschanze wird eine wunderschöne Kindheit haben, besonders in der Schule. Als Blutschanze, da macht sich bestimmt jemand lustig drüber. Warum sollte man auch? Blutschanze ist ja ein völlig normaler Name. Ah, und darauf habe ich doch gewartet, auf den Eingang. Ah, mit Blut vor der Tür. Ich gucke mich am besten erstmal noch ein kleines bisschen hier unten um. Ob hier noch was zu holen ist, wie zum Beispiel diese leckeren Schneebären. Bären. Und wohin führt dieser Weg? Ah, der führt von hier weg. Na, ich will ja noch nicht weg, ich will ja erstmal rein. Gut. Machen wir das doch.